Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schild. Wir haben so viele mit dem Gem Cup. Oh, okay, das will ich jetzt eigentlich nicht vorlesen. Nee, der ist es nicht. Ein Meister der Tarnung, also, aber ich glaube, der hier ist es. Oder auch nicht. Sogar die Telefonzellen haben sie aus England entlehnt. Sind wir hier noch richtig? Nee, ich glaube nicht. Das ist auch nicht. Ich ja böse. Und du? Hey Lukas, der Typ da ist super verdächtig, aber er will mir einfach nicht sein Gesicht zeigen. Sag doch mal was, um ihn aufzuschrecken. Dann dreht er sich bestimmt um. Da ist Olivia! Was? Mist, ich habe mich umgedreht. Jetzt bin ich auch noch umzingelt. Na schön, dann wird eben gekämpft. Ja, so händelt man das Ganze. Makrokosmos Angestellter oder Will von Makrokosmos Angestellten. Ja, da gibt es eine eigene Firma namens Makrokosmos. Und ich habe vollkommen vergessen, mein Handy auf lautlos zu stellen. Zuschreib mal. Und da bin ich auch wieder. Ehrlich gesagt war ich nie weg. Ihr schlauen Füchse. Danke dafür, dass ihr mich antwortet. Ich glaube, ich habe jetzt sogar einen Fehler gemacht. Der Nikola kann man, glaube ich, nicht mit Flamme und mit Feuer besiegen. Mit Feuer und Flamme kann man es nicht besiegen. Okay, doch. War dann doch nur vom Typ Käfer. Ich glaube, das ist vom Typ Käfer Feuer gewesen, aber so geht's auch. Hättest du mich nicht so fies ausgetrickst, hätte ich mich nicht umgedreht. Ja. Ich hab sie, versteckt mich einfach, da guckt niemand an den Schlüssel. Oha, hatte der ein Tempo drauf und sich jetzt bloß versteckt. Ich weiß es nicht, Patrick. War das nicht noch ein Item? Nein, war es nicht. Hat nur so schön geblinkt gerade. Kann aber auch sein, dass es sich hier in dieser Gartenanlage versteckt. Ah, ne, das ist er nicht. Ja. Aber das sieht jetzt relativ schön aus, muss ich zugeben. So ein Panoramablick. Sieht man mal was. Giftschleim. Toll. Und wo der jetzt sein soll, das ist, bleibt ein Rätsel.
Und ich glaube, da müssen wir zurück in diesen Hauptbereich. Nee. Und du? Ah, okay, das ist der. Wie hast du mich gefunden? Sag bloß, du hast auf gut Glück einfach jeden angequatscht. Egal, es wird gekämpft. Hast du dir mittlerweile andere Pokémon geholt, oder was? Aber ich finde die Outfits von den Typen relativ cool. Und dann haben wir richtig gegen das Ding gekämpft. Darum ist mir das damals nicht aufgefallen. Du schaffst das! Yay, los Lukas! Yay! Da war ich extra beim Weglaufen mein Pokémon ausgewechselt. Ja, okay, jetzt wissen wir das auch. Ja, jetzt weiß ich, was du gemacht hast. Tja, mich zwischen den Leuten zu verstecken war wohl nicht gut genug. Aber jetzt werde ich mir richtig Mühe geben. Du findest mich nie. Ah, komm! Glückwunsch, du hast die Nadel im Heuhaufen gefunden. Pass auf, dass du nicht piekst. Und da war das von mir viel schwerer, weil ich gedacht habe, ich hole es so ein bisschen rum, weil ich habe das Spiel jetzt auch so in 4 Monaten durchgespielt, also... Bitte nicht wundern, oder 3 Monate, aber das ist auch eine lange Zeit. 100 Tage, würde ich sagen, liegen jetzt schon dazwischen, zwischen dem Durchspielen. Und dieser Session hier. Wir glauben an dich, setz dich durch. Verstecken ist sinnlos, kämpfen ist sinnlos. Da kann man nur noch wegrennen. Ja. Es ist vorbei, es gibt keinen Ausweg mehr für mich. Ha, denkst du? Ich habe keine Lust, mir eine Standpauke von Olivia anzuhören. Aufgeben ist keine Option. Mal sehen, wie du mich jetzt schnappen wirst, wenn ich ganz clever in die Monorail hüpfe. Bringt Hopp her, Leute. Wir müssen den Bahnhof belagern, damit dieser Typ uns nicht erwischt. Jetzt sitzt er endlich in der Falle. Gute Arbeit, Lukas. Das muss gefeiert werden. Am besten mit einem Song, damit ordentlich Stimmung aufkommt.
Ein ganz simpler Sänger wie ich singt für sich simple Lieder und mehr nicht. Meine Lieder werden nicht geschrieben, um euch Mut zu geben, ihr Lieben. Meine Lieder wird es nicht gelingen, euch Freude oder Glück zu bringen. Und doch singe ich sie immer wieder, meine schönen simplen Lieder. Boah, Ness! Ness, yeah, Mann! Es ist nicht Ness. Er gibt hier gerade ein Straßenkonzert. Das ist doch keine Straße. Du meinst wohl eher ein Bahnhofskonzert. Ja, das meine ich auch. Die drehen gleich vollkommen durch hier. Geil. Ness, wir haben den Schlüssel. Jetzt können wir mit dem Monorail zum Rose Tower fahren. Lukas, hopp. Na los, macht schon. Das ist eure Chance. Macht was raus. Da werden wir, der Rose Tower. Wie hoch dieser Kasten wohl sein mag. Die Spitze verschwindet sogar in den Wolken. Ja, okay, was ist euer Plan? Team Yell und Ness haben mit den Typen der Pokémon-Liga sicher doch alle Hände voll zu tun. Wir sind auf uns alleine gestellt. Gute Frage, hast du eine Idee, Lukas? Gehen wir schon mal vor. Ich bin dabei, je schneller wir Delegant da rausholen, desto besser. Du willst schließlich noch beim Champ Cup gegen ihn antreten, stimmt's? Dank dir haben wir es bisher geschafft, Lukas. Wir dürfen nicht nachlassen. Diese Olivia muss man nicht verstehen, oder? Ich kaufe ihr einfach nicht ab, dass sie nur mit dem Monorail-Schlüssel nur dazu da war, um den Liga-Präsidenten zu beeindrucken. Warum der Präsident den Champ im Rose Tower festhalten will, ist mir auch ein Rätsel. Mein Auftritt vorhin war der ultimative Kick. Die Menge ist abgegangen, wie in Spikeford. Nur eine Zugabe hat noch gefehlt. Seid ihr immer noch hier? Los, geht endlich. Ich gebe euch Rückendeckung. Ich bleibe hier bei meinem Bruder, damit er keinen Unfug anstellt. Wenn ihr Hilfe braucht, findet ihr uns hier. Komm, machen wir uns auf die Socken, Lukas. So, bevor wir da reingehen, hatten wir wenigstens noch eine Kleinigkeit zu erkunden. Und es gibt auch was. Nämlich einen Akku. Ich hätte gerne einen längeren für die Switch. Meine Güte, wie das piept. Und ich weiß gar nicht, soll man eigentlich in diesen Part noch reingehen? Ich würde schon sagen, da passiert nicht sonderlich viel. Deshalb gehen wir da rein. Wow, so sieht der Rose Tower also von innen aus. Der ist so riesig, da wird einem fast schwindelig. Wusstest du, dass der Rose Tower angeblich auf einer Energiequelle gebaut wurde? Deshalb kann man an der Spitze des Gebäudes auch Pokémon-Dinner maximieren. Tolle Nebeninformation, aber was viel wichtiger ist. Ich hoffe schwer, dass man mit dem Aufzug bis ganz nach oben fahren kann. Der Rose Tower hat nämlich sage und schreibe 100 Stockwerke. Wie weit der Aufzug fährt, spielt keine Rolle, weil hier nämlich Endstation voll ist. Alarm, Alarm, Eindringlinge gesichtet. Mitglieder des Personals sind verpflichtet, unbefugte Gäste unverzüglich zu entfernen. Gehört die Anweisung, kommt von Olivia. Also mache ich es wie befohlen. Wenn ich euch vertreibe, gibt es bestimmt einen fetten Bonus für mich. Dann würde ich sagen, Leute, bevor wir uns hier mit weiteren Kloppereien beschäftigen, beende ich den Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao, haltet die Unstaffel, denkt daran, Freundschaft ist Magie.